Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 13, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein drittes Gesetz zur Änderung des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz, Drucksache 19-2403 zu 19-2198. Berichterstatter ist Herr Kollege Landau. Ich bitte um die Berichterstattung, Herr Kollege. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen der CDU, der SPD und des Bündnisses 90 die Grünen bei Enthaltung der LINKEN und der FDP, den Gesetzentwurf unverändert anzunehmen. Danke schön. Vielen Dank, Herr Kollege Landau. Es wurde vereinbart, dass keine Aussprache darüber erfolgt. Dann lasse ich über das Gesetz in zweiter Lesung abstimmen. Wer diesem Gesetzentwurf zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und der SPD. Wer stimmt dagegen? Das ist die Fraktion der FDP. Wer enthält sich? Das ist die Fraktion DIE LINKE. Damit hat dieser Gesetzentwurf eine Mehrheit erhalten, und der Gesetzentwurf wird zum Gesetz erhoben. Vielen Dank.